Das ist halt wieder so typisch, ne? Ein Crespo, der trifft nix. Der macht seine Chancen nicht rein, obwohl er, was weiß ich, wie viel Finishing hat. Vor allem mit Hunter noch mehr. Und dazu hat er noch Ruhe bis zum geht nicht mehr. Und so ein 78er billig in Form, der schießt dir die Buden ohne Probleme. Das ist einfach irgendwie, ich meine, es muss ja auch so sein, es ist ein Inform, aber irgendwas stimmt da trotzdem nicht ganz. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Video zur Weekend League bzw. zu Foot Champs bzw. es gibt heute Rewards und ich werde ein bisschen zocken. Ich werde das Ganze zusammenschneiden und mal sehen, wie das Ganze dann laufen wird. Wir haben neue Prime-Icons, sehe ich gerade, Pelé und Zanetti, die werden wir uns gleich mal angucken. Aber natürlich gibt es meine Silber 2 Rewards. Ja, also ich habe 11 Siege geholt, ich habe nicht viel gespielt letzte Woche, ich hatte auch keine Zeit dieses Wochenende, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich habe auch Squad Battles noch nicht gespielt diese Woche. Ihr seht, ich bin in Deutschland und es ist nicht viel Zeit zum Zocken und allgemein ist FIFA auch ein bisschen... ja, langweilig möchte ich nicht mal sagen geworden, aber irgendwie nicht mehr das Wahre, nicht mehr das, was es zum Anfang war und von daher, ja, genau, deswegen spiele ich momentan nicht mehr so viel. Das ist das falsche Crespo-Team, ich brauche natürlich OU Legend für die Weekend League, mit dem Team werden wir gleich zocken und ich habe ein paar Alternativen im Kopf, wie ich dieses Team umstellen möchte, weil ich bin nicht hundertprozentig so viel mit Rullet, die zeige ich auch in diesem Video, aber zunächst einmal holen wir uns die Rewards ab. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schaffen wir 350 Likes, das wäre mega nice, ich würde mich tierisch aber freuen, lasst ein Like da. Support ist kein Mord und vor allem ist es nur ein kleiner Klick für euch und hat für mich eine große Bedeutung, hilft mir wirklich weiter und motiviert mich weiter Videos für euch zu machen. Wir kriegen Megasetten, seltene Goldset, 15.000 Münzen, ist nicht viel, ist aber in Ordnung dafür, dass ich ja wie gesagt nicht viel gespielt habe. Ihr könnt gerne mal die Videobeschreibung auschecken, da haben wir IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben, meine Kopfbox, Gaming TV, also auf alle Produkte, die mit FIFA zu tun haben, bekommt ihr da Rabatte, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken, ich würde mich auch darüber freuen natürlich. Dazu gibt es Links zu Instagram und Twitter, wo ihr kostenlos folgen könnt, AskFM, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, also es lohnt sich auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung vorbei zu schauen. Erstes Set, da haben wir nichts drin, was irgendwie erwähnenswert wäre, weil es kein Board ist. Quagliarella wird das, der 78er und das in einem, ich weiß gar nicht, was für ein Set war, 15K-Set? Ne, sogar ein 25K-Set. Also im 25K-Set ist das schon ja, sehr traurig, aber wir kriegen noch ein Goldset immerhin. In letzter Zeit hatte ich viel Glück, gerade bei den Squad Battle Rewards, da habe ich in einem Goldset und zwei Premium-Goldsets zwei Board gehabt. Also in einem Goldsetten-Board, in einem Premium-Goldsetten-Board und dann noch ein normales Premium-Goldset, wo kein Board drin war, aber auch ein seltener Spieler. Also das war wirklich schon nicht schlecht. Vielleicht ziehen wir ja auch heute noch ein Board. In dem Goldset wird erstmal nichts drin sein, habe ich auch jetzt nicht erwartet. Squad Battles, ich weiß nicht. Momentan allgemein FIFA finde ich ist so langweilig geworden. Sie versuchen ja mit diesen Squad, mit diesen Swap-Spielern, es ist früh morgens, ja, mit diesen Swap-Spielern noch irgendwie mal was zu bewegen, aber auch das klappt nicht wirklich. Das Packlack ist immer noch lächerlich, wenn ich sehe, dass ich in einem 35K-Set immer ein 82er-Rating ziehe, sondern... Deolofeu immer ein 82er Rating, 83er wollte ich sagen, ha, ja, ja, ihr merkt, es ist noch nicht meine Uhrzeit, ja, das ist alles nicht so überragend, muss man ja ganz ehrlich mal sagen, aber man erwartet ja auch nichts mehr, Weigeler war noch dabei, Nasing, Ekichi und Tekin stoßen wir ab und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Varianten, die ich mir überlegt habe und frage euch dann mal, welche ihr am besten findet mit einer Infokarte. Und zwar sehen die Methoden folgendermaßen aus. Die erste ist relativ simpel, da ist keine wirkliche Änderung drin. Da haben wir einfach nur Vieira im zentraldefensiven Mittelfeld und dann links halt eben Ana Herrera. Da könnte man theoretisch jeden aus der Premier League hinstellen. Ich mag aber halt Shaw, den würde ich im Prinzip auch behalten, aber da ginge jede Kombination aus der Premier League zwischen ZM und Linksverteidiger. Ja. Das ist jetzt nicht sonderlich kreativ, aber das wäre eine der Lösungen. Herrera ist natürlich auch nicht der allerbeste Spieler, aber da könnte man notfallsweise bei Manchester United nochmal rumgucken. Man könnte auch Dele Alli da hinstellen oder man könnte Danny Rose und Eriksen nehmen. Also die Variante hatten wir ja schon. Da müsste man halt nur Pogba rausnehmen, einfach aufgrund dessen, dass Pogba Franzose ist. Genauso wie der Kollege Vieira und das halt eben nicht funktioniert. Lingard wäre auch eine Möglichkeit, auch wenn Lingard halt defensiv keine Qualitäten hat. Aber die bringt ja Vieira mit, von daher ginge das schon. Zentral offensives Mittelfeld hat United jetzt Mata, der ist aber auch nicht gerade so schön. Sechser wäre Mata, aber wir haben schon einen Sechser und ja, Stürmer. Man könnte theoretisch da einen Ibrahimovic hinstellen auf die Position des Mittelfeld. Aber ob das jetzt wirklich das Wahre ist, weiß ich oder wage ich auch zu bezweifeln, von daher, ja, wäre das eine Variante, allerdings nicht die populärste oder nicht die beste in meinen Augen, weil ja, ich mag Herrera jetzt auch nicht so gern. Die zweite, da ändert sich extrem viel, da haben wir nämlich Ramos mit Fernandes in der Innenverteidigung, weil Vidal zusammen mit Alaba im Mittelfeld, Vieira auf der 6 und dann die 11 tradable Karten, also die 11er Tauschkarten, Gottes Willen, was war das denn gerade, für Alexis Sanchez.
Ich habe den jetzt nur so dahingestellt. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass ich das machen würde oder werde. Einfach aufgrund dessen, dass ich Sanchez auch nicht mag. Ich würde es wahrscheinlich eher so rumtauschen und dann hierhin Batshuayi stehen. Das ginge auch, das würde funktionieren definitiv. Aber ob das dann wirklich das Wahre ist, man weiß nicht. Vielleicht seht ihr das ja so. Da haben wir halt auch wieder die Bundesliga zweimal drin, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Mit einmal Batshuayi vorne und dann hier Vidal und Alaba. Aber es wäre zumindest eine Option. Das ist Variante 2 mit Ramos und Fernandes. Das ist halt die wichtigste Änderung in diesem Team. Mittelfeld kann man auch frei variieren sozusagen. Dritte Variante wäre dann die hier. Und die ist nochmal ein bisschen abgerundeter. Da wäre vielleicht sogar besser, dann Hülle zu behalten. Da würde ich den dann vielleicht nehmen. Oder beispielsweise einen Yari Littmann oder irgendeinen anderen Ikonenspieler. Toll, jetzt mein Controller leer. Was soll sowas denn? Irgendeinen anderen Ikonenspieler. Das ginge auch da fürs zentrale Mittelfeld. Jetzt, ich muss meinen Controller aufladen. Zum Beispiel wäre der Platz dann, wie gesagt, auf A6. Man müsste das Ingame umstellen, klar. Aber es wäre Platz für einen Adji, für einen Littmann. Oder die Variante, die ich ziemlich cool finde, für einen Ronaldinho. Ja, also das ist halt ganz nice. Natürlich wäre es dann, wenn man es umstellt, nicht auch linksbeistet, weil Tejas ja dabei ist und der ist auch Brasilianer, aber der ist halt ein genialer Linksverteidiger. Pereira ist ein super Sechser und es würde auf jeden Fall funktionieren. Wir hätten viele Brasilianer auf jeden Fall da drin, damit Perez, mit dem Kollegen Tejas, mit Ronaldinho. Also wir hätten allgemein nur noch 4 Nationen, ne? Brasilien, Deutschland, Belgien, Portugal und Argentinien. Ja, 5. Aber wäre halt nicht mehr so viele Nationen liegen, aber wäre auf jeden Fall interessant, finde ich. Zumal Ronaldinho halt eben eine nice Karte ist. Aber ist nicht die letzte Variante, denn die sieht so aus. Und zwar mit Dries Mertens vorne in der Sturmspitze. Da könnte ich auch eine Inform-Variante mir vorstellen. Und dann auf A6 Vieira. Und links Alexandro. Zusammen mit Dybala. Da hätte man natürlich dann auch zweimal die Serie A drin. Und im Sturm auch die Serie A. Also nicht mehr so viele Ligen, sondern nur noch Icons, Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga 5 Ligen. Aber wäre trotzdem auf jeden Fall in Ordnung, finde ich. Sieht sehr, sehr stark aus. Dybala wäre halt nochmal ein bisschen offensivere Variante. Ungefähr vergleichbar mit Ronaldinho. Da müsste ich halt hier jetzt nicht umstellen. Aber Mertens, weiß ich nicht, ob der so optimal geeignet ist. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mich entscheide. Ich werde euch mit einbeziehen. Ich werde nicht nur nach dem gehen, was ihr sagt. Aber ich werde es auf jeden Fall in Erwägung ziehen, beziehungsweise werde es considern, was ihr sagt. Ich werde gleich ein Spiel machen, das werdet ihr noch im Video sehen. Das erste, diese Weekend League. Aber erst muss mein Controller ein bisschen laden, dann sehen wir uns gleich im Matchstream. Ich persönlich finde ja Pelés Preis ein bisschen übertrieben, beziehungsweise Pelés Karte allgemein ein bisschen übertrieben, aber dazu mehr am Sonntag im Video. Im Podcast habe ich auch schon in der Prediction gesagt für die Bundesliga. Checkt das auf jeden Fall aus und checkt auf jeden Fall den Podcast aus. Der kommt entweder heute, ich weiß nicht, weil dieses Video lade entweder Samstag oder Sonntag oder morgen halt, also kommt Sonntag der Podcast. Wir haben noch zwei Squad-Building-Challenges, und zwar einmal FGS, also das ist das hier, diese komische Cup da in Manchester. War jetzt nicht sonderlich schwierig, man durfte einfach, oder man musste einen Spieler von Manchester haben und ja, sonst ein Team bauen halt und dafür Megaset. Navas finde ich ziemlich nice, die Challenge. Er ist zwar ein Mittelfeldspieler und nicht sonderlich brauchbar, aber auf jeden Fall ein guter Tauschspieler. Die Challenge ist nicht sonderlich schwierig, 77er-Team. Man braucht im Endeffekt einen Spieler aus Spanien. Ich habe einfach nur Liga Santander genommen. Es gab keine andere Voraussetzung, abgesehen von 77 Gesamtbewertung. Fand ich ziemlich easy und dafür brauchen wir noch ein Prime Electrum Spieler Set und halt eben Navas. Ziemlich, ziemlich cool, wie ich finde. Damit habe ich jetzt meine dritte Karte, glaube ich, am Start. Nachdem Fellaini ja, ich glaube, Fellainis Challenge war viel, viel schwerer. Bin mir nicht sicher. Wir gehen auf jeden Fall mal zu den Sets und öffnen die noch ganz kurz, bevor wir ins Spielchen reingehen. Ich habe auch gerade beschlossen, das wird wahrscheinlich das letzte Spiel, was ich mit Pogba und Hüllet machen werde, sein. Oder ich werde es auf jeden Fall verkaufen, wenn ich nachher kurz unterwegs bin in der Zeit. Einfach, weil die Preise momentan extrem droppen und Hüllet einfach 200k günstiger geworden ist. Moutinho, ja, 82er Bewertung wieder, ne? In einem Megaset, das ist halt viel zu wenig so, das ist halt echt bitter. Tejo und Asare haben wir hier noch dabei, Rukavina und Manojlovic, wie auch immer. Julian Brandt und Torres diskarden wir, naja, war jetzt nicht überragend, aber das Prime Electrum Spieler Set hat ja noch das Potenzial, ein Board zumindest zu haben. Ich glaube aber ehrlich gesagt gerade nicht dran, doch, tatsächlich, das ist ja fantastisch, das freut mich ja schon. Und es wird ein Franzose, linkes Mittelfeld. Ribéry, ja, das ist okay. Ripsy, 86er Rating, kann man auf jeden Fall machen. Ist kein Walkout anscheinend, warum auch immer. Aber damit bin ich zufrieden, weil der dürfte wegen der SPC für Pelé für ein bisschen was gehen. Thorvon haben wir auch noch dabei. Der Kollege dürfte auch für ein bisschen was gehen, wegen 83er Bewertung. Naja, nö, aber den nehmen wir dann mit. Corona und Chan sehe ich dann noch am Ende des Packs. Und Ribéry geht immerhin für 20.000 Münzen. Das ist okay. Also dafür, dass die Challenge, die Squad Building Challenge, nicht sonderlich schwierig war, die mit Navas, ist das, denke ich mal, ein ganz guter Preis, den wir dafür bekommen haben. Das Ganze nehmen wir hier mit. Ich gucke ganz kurz nach, ob Chan irgendwas wert ist. Könnt ihr mir theoretisch schon vorstellen. Ja, jetzt für 1000. Ja, stellen wir mal 1600 drauf oder so. Und Szymanowski und Corona diskarden wir. Und jetzt
Sehen wir uns im Match spielen. So, Freunde, ich bin gespannt. Ich habe Kaffee. Ei, oh, das, oh, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Team mit Henri, Pogba, Mbappé, Moui, Walker, Bakayoko, Eriksen, Kolasinac, Bailly, Schmeichel und Young. Ich weiß jetzt nur nicht, warum er Moui nicht einfach in eine Zentrale gestellt mit der Chemie bekommt und dann umstellt in Game. Aber er wird schon seine Gründe gehabt haben. Ja, ich leg dann einfach mal Henri das Tor auf, ne? Das ist ein super Start in die Weekend League, so kenne ich das. Ich liebe solche Situationen wirklich, ey. Da kriege ich den Ball und einfach, weil ich vorher noch passen gedrückt habe oder irgendwas gedrückt habe, ja, weil ich contained habe, genau, ich habe contained mit A. Spielt ja einfach einen Pass nach vorne, in den Lauf von Henri. Ach ja, genial. Doppelkreis gedrückt. Ich wollte den flach haben, aber ich habe allgemein das Gefühl, dass die Weekend League einfach, das sage ich ja jedes Mal aufs Neue, die Weekend League hat so ein anderes Gameplay als Einzelspiele, so ein anderes Gameplay als Online-Saisons. Das ist schon anstrengend auf jeden Fall. Jetzt Arnautovic. Ah, schade. Ah, der ist so gut, der Arnautovic eigentlich, ne? Aber manchmal hapert es ein bisschen. Der Abschluss ist halt, glaube ich, nur 82 oder sowas um den Dreh. Das ist echt nicht so viel. Jetzt Crespo, Flanke, Anauto. Oh, oh. Kannst du machen, Bruder. Kannst du machen. Oh Mann, das ist doch nicht wahr. Es geht ja schon wieder los. Mein Gott, ich weiß, das sind keine Linksfüße. Ich weiß, die Winkel sind nicht optimal, aber normalerweise machen die Dinger rein. Gerade Crespo. Also Arnautovic vielleicht nicht unbedingt, aber Crespo definitiv. Vielleicht jetzt. Nein, wird abgeblockt. Ja, Arnautovic, nein. Oh. Oh, was? Ey, das ist doch nicht wahr. Und dann läuft De Bruyne einfach nicht zum Ball hin, sondern läuft vom Ball weg. Das ist das. Was für ein Spiel schon wieder. Ich verzweifle gerade echt langsam. Mein Gott, den kann er halt entweder Volley nehmen und reinhauen oder er macht den halt im Kopf rein. Aber den kannst du doch nicht zentral auf Schmeichel bringen. Meine Güte nochmal. Also irgendwann muss doch mal einer sitzen. Komm, rüllet jetzt. Jetzt Crespo abgefällt, war sowieso abseits. Wäre aber drin gewesen, immerhin. War mal ein Tor. Jawohl, da haben wir es doch endlich. Und es ist wieder mal KDB, der mich rettet. Ich liebe den mittlerweile fast so sehr wie Crespo. Der ist sowas von stark, gerade auf der 10er-Position. Mir wurde immer gesagt, ey Max, stell den da hin wegen Longshots und so. Ja, er ist nicht so schnell, aber es reicht gerade in der Zentrale. Und er hat halt einen guten Abschluss und das war jetzt ganz wichtig. Den macht er normalerweise so safe. Eieiei, was ist denn los hier? Mann, ey, das ist doch nicht wahr. Was sind das für Abschlüsse? Puh, den mache ich doch. So ich selbst rein, ey, ganz ehrlich. Es braucht wieder den 96er. Es braucht wieder Ilas Bebu. Ja, der macht hier den. Der kann das. Der kann das. Crespo schafft er nicht. Schafft er nicht. Arnautovic kriegt er nicht hin. De Bruyne auf keinen Fall. Aber Bebu, der kann das. Pogsi macht auch nochmal sein Tor. In seinem vielleicht letzten Spiel. Und dann dabben wir nochmal eine Runde. Ich finde das übrigens scheiße, dass die jetzt hier 4 Dabs in Folge gemacht haben auf einer Seite. Das hätte man ein bisschen kreativer machen können. Aber gut, ich bin zufrieden. Und damit sind wir jetzt endlich in Führung. Und zwar relativ komfortabel. Ah, jetzt geht alles. Jetzt trifft auch Hernan Crespo und macht das 4:1. Also ein erster Sieg im ersten Spiel. Das ist doch schon mal ein guter Start. Ilas, Junge, du bist eine Maschine. Das ist halt wieder so typisch, ne? Ein Crespo, der trifft nix. Der macht seine Chancen nicht rein, obwohl er, was weiß ich, wie viel Finishing hat. Vor allem mit Hunter noch mehr. Und dazu hat er noch Ruhe bis zum geht nicht mehr. Und so ein 78er billig in Form, der schießt dir die Buden ohne Probleme. Das ist einfach irgendwie, ich meine, es muss ja auch so sein. Es ist ein Inform, aber irgendwas stimmt da trotzdem nicht ganz. Ja gut, erste Spiel, erster Sieg, 96, Bebu bringt uns im Endeffekt diese, ja, erste positive Ergebnisleistung. Ich wollte diese ersten 3 Punkte sagen, aber das sind ja keine Punkte. 9,6er Bewertung, ich mache übrigens keine Statistiken mehr, habe ich keinen Nerv mehr zu, das dauert mir zu lange, ich will zocken. Der Kerl hatte ein Schusstor, das sagt, denke ich mal, alles. Das war's von diesem Video, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euer Weekend League läuft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut und rein. Und ciao.